Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Daniel Blocher. Wir haben ja viel erlebt in den letzten 16 Jahren, wo wir diese Sendung machen. Aber so einen Wirbel um eine Daniel Blocher-Sendung wie die letzte Woche hat es eigentlich selten gegeben. Ihr Statement, wo Sie gesagt haben, eben, Konkordanz sei nicht sakrosant, hat es schon ein bisschen zu reden gegeben? Ja, das ist ja so. Wenn in dem Salat, rein, wo jeder über die Nebensächlichkeit redet, ist einer, ohne dass ich eine Absicht habe für ein Drehbuch, eine Sache richtig stellen. Alle schreiben jetzt einander das Zeug ab, ohne zu schauen. Also beispielsweise? Ja, beispielsweise hat es doch geheissen, wir haben in der SVP eine absolute Klausel, es dürfe kein Bundesratsamt annehmen, das nicht vorgeschlagen ist von der Fraktion. Stimmt gar nicht. Wir müssen nur die Statuten führen und schauen, was wir für eine Bestimmung haben. Dort steht zwar drin, als erstes, in einem Absatz, im ersten Satz, der zweite schaut schon nicht mehr an, beim ersten Satz, wenn einer ein Amt annimmt, ohne dass er vorgeschlagen ist, dann wird er zunächst nicht anerkannt von der Partei und der Fraktion. Und jetzt kommt der zweite Satz. Aber zwei Drittel von der Fraktion und vom Parteivorstand können bestimmen, dass man den gleich akzeptiert als Parteimitglied. Den zweiten Satz haben sie immer weggenommen. Wenn ich gesagt habe, das ist ja so, sage ich, ja, von dem wissen wir nichts. Ja, wenn sie nicht gehen, schauen, wissen sie nichts. Bei manchem Journalist habe ich jetzt Tatuten in dem drauf. Weil man kann ja nicht über etwas schreiben, das man gar nicht liest. Aber das ist heute so. Aber jede Partei kann das natürlich anders handhaben, oder? Natürlich. Ja. Also kann jede Partei machen, wie es will. Aber und sagen, wir haben dazu geführt, dass keinem etwas, niemand mehr getraut, den anderen zu bringen. Das kann ja jede Partei machen, wie es will. Die Sozialdemokraten haben es mal probiert. Sie haben ja, wo man den Stich gewählt hat, den Otto Stich als Bundesrat, das war nicht vorgeschlagen gewesen, statt der Frau Uchtenhagen. Da hat der Hubacher, der war Parteipräsident, eine schweizerische Delegiertenversammlung gemacht und gesagt, wir anerkennen den Stich nicht und wir gehen in die Opposition. Aber die Basis hat ihn hier im Stich gelassen, weil der Otto Stich war natürlich kein Frau Wittmer-Slumpf. Ich meine, das hat er nicht gemacht, um die Partei kaputt zu machen. Hingegen die anderen haben Frau Wittmer-Slumpf gewählt, um die Partei kaputt zu machen, oder? Und die hat man sicher nicht aufgenommen. So ein Vorgehen hat die Partei nie akzeptiert. Aber andere hätte man vielleicht akzeptiert, oder? Aber jetzt hört es einmal. Sie haben letzte Woche gesagt, wenn wir Sie richtig zitieren, Sie haben gesagt, die beiden Kandidaten sind eigentlich keine rechte Auswahl. Ja. Die können wir nicht brauchen, ja, oder? Im Bundesrat. Die SP sollte noch mal einen Vorschlag machen. Nein. Also ich habe es nicht so gesagt. Wieder sorgfältig. Die Frage von Herrn Ackert war, kann man denn auch nichts machen? Sage ich, natürlich könnte man. Man könnte die SP bitten, springet einen Kandidat, der nicht aus dem einseitigen Lager ist von diesen zwei. Sind denn die aber wirklich, da müssen die Bürgerlichen zusammenheben. Ja, also im ideologischen Gedanken gut sind sie gleich. Können sie beide? Jetzt ja. Natürlich, ja, natürlich. Jetzt natürlich, jetzt frisst jeder Kreide von dieser Bundesratswahl. Oder nein, ich bin ja nicht so und wir werden es dann sehen. Und das ist ja üblich. Eben, der Jans hat noch Basel-Leckerli gebracht, den Bauern, oder? Das hat er nicht gesehen. Sind die von ihrer Tochter gewesen, wissen Sie das? Weiss ich nicht, nein, weiss ich nicht. Aber sie sind noch gut angekommen, oder? Ja, gut. Aber da muss ich sagen, das beeinflusst ja die Sache nicht. Das sind ja so Gagspiele da, die... Gott, das liess sich um ein Amt, das einer muss übernehmen und hat auch eine wichtige Entscheidung. Und jede Partei, die einen wählt, müsste eigentlich das überlegen. Und da so ein Spiel ist der so und der anders. Aber es ist jetzt also, dass jede Partei natürlich auch vordergründiges Interesse hat, dass keine Wilde gewählt wird. Das war aber immer so gewesen. Aber man hat gleich das gemacht. Also die wo man gewählt hat, Besetzung, gegen den Willen von der entsprechenden Fraktion, das sind so überparteiliche Aktionen gewesen.
Auch meine Abwahl war natürlich eine überparteiliche Aktion. Da war die CVP ganz stark dabei, wie sie selber einen nicht wollen stellen. Oder? Wer denn? Es auch Freisinnige gehabt. Bei der CVP? Ja, da war der Schaller gewesen, damals. Das ist klar, das war noch ein Fraktionspräsident gewesen, oder? Der hat eigentlich Bundesrat werden. Ja, natürlich. Statt der Frau Wittmer-Schlumpf. Ja, natürlich. Das ist, sie haben gedacht, sie sagten nein und dann können wir den bringen und sagen, ja, wenn natürlich keiner, der die SVP annimmt, dann kommen wir, oder? Das wäre dann der Ritter in der Not. Ja, ich glaube, er hat sogar das Festli schon vorbereitet. Ja, das habe ich auch gehört. Ja. Aber ist ja noch das ist ja der Postchef heute. Aber ist ja noch interessant, der gleiche Herr Schaller hat Ihnen ja vor der Wahl dort vor 16 Jahren gesagt, wir wählen keinen bestehenden Bundesrat der ab. Der Postchef war jetzt auch nicht mehr. Der frühere Parteipräsident. Der Löwre. Der Löwre. Aber er hat Ihnen gesagt, Herr Schaller, vor 16 Jahren, wir wählen keinen bestehenden Bundesrat ab. Ja, natürlich. Ich sage immer, es wird niemals so gelogen. Es wird ja viel gelogen in der Politik. Aber man sagt dem nicht gelogen. Die sagen, ja, das ist ein Missverständnis. Taktieren natürlich. Oder ich bin falsch verstanden worden und habe mich falsch geschult. Ehrliche Versöhnungen. Aber es wird gelogen. Es wird das Gegenteil gesagt von dem, was man denkt, um den anderen einzuführen. Aber bei den Bundesratswahlen, da wird am meisten geschwindelt. Da kann man gar nichts glauben, oder? Also, jetzt gehen wir noch mal auf das Zitat, das berühmte. Die NZZ hat gestern groß geschrieben, Blocher hat recht, dass man einen anderen Kandidat könnte wählen, ja, oder? Ja, sie haben einfach die Statuten gelesen und haben gemerkt, dass das nicht stimmt. Und haben gesagt, ja, also es stimmt auch. Es muss ja jeder selber nachher entscheiden, wenn er gewählt wird, ob er das schlechte Verhältnis, das er zu der eigenen Fraktion hat, dort in Kauf nehmen. Und bei uns ist es so, dass er, man muss auch sagen, bei meiner Abwahl, wir von der Partei hätten Frau Wittmer-Schlumpf und der mit nicht aus der Partei ausgeschlossen, sondern nur aus der Fraktion. Also hätte keine Parteimitglied sein. Aber die Basis, also die Partei Delegierte. Die haben verlangt, die muss raus. Das kommt nicht in Frage, dass die mit dem parteischädigenden Verhältnis drin ist. Und erst dann hat man sie ausschliessen wollen, man hat sie nicht können. Weil die Partei hat hier niemanden ausschliessen können. Das ist etwas anderes. Da hat man die Statuten geändert. Dann müssen die ganze Bündner SVP die Todesmahlung ausschliessen. Das hätte die Partei können. Ja gut, aber wir müssen wieder vorne anfangen. Aber jetzt realistisch, wäre ja gleich noch schwierig, wenn jetzt Frau Wittmer-Schlumpf gleich noch Mitglied gewesen wäre von der SVP, aber nicht mehr in der Fraktion. Ja. Faktisch hätte sie auch nicht regieren können. Nein, ja. Das muss sie selber wissen. Das muss sie selber wissen. Sie hat gesagt, ursprünglich, nein, also das können sie nicht annehmen, wenn sie dann nicht Mitglied von der Fraktion sind. Gehen sie nicht. Aber sie hat es dann gleich angenommen. Der Ehrgeiz hat natürlich sie gedrängt, das anzunehmen. Und das ist auch so. Auch der Herr Walter hätte nachher bei der Wahl von Muli Mauer hätte nur eine Stimme zu wenig gehabt. Obwohl er zuerst ist, gesagt, er würde es dann nicht annehmen. Hätte es natürlich angenommen. Da müssen wir uns nicht vormachen. Also, aber dann der Pfister, wenn er gewählt wird, der hat immer gesagt, man wähle niemanden ab. Aber er hat nicht gesagt, wenn er trotzdem gewählt wird, ob er es dann nicht annimmt. Das merke ich, der wird. Dann nimmt es auch an. Wie gross ist die Chance, dass der Pfister Bundesrat wird? Also, am Anfang ist er Pamela. Also jetzt schon, meinst du? Ja. Also, der erste Wahlgang ist Pamela. Das ist kein Problem. Geschrieben wird in der Wochenzeitung, hat sie erst ausgebracht und die Zürich-Zeitung nachher. Schweiz am Wochenende, der sogenannte Keimplan, dass man den Pfister wählt statt der Mercassis, der ist kein Plan mehr, wenn alle das schreiben. Ist eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wenn alle zusammenheben von den anderen, dann langen sie. Aber dann müssen alle mitmachen. Und das ist eher unwahrscheinlich, weil die haben auch eine eigene Agenda, die anderen. Aber unmöglich ist es nicht. Aber dann, wenn das ist, dann gibt es eine Unruhe, oder? Dann weiß man, wie es dann hinten dran läuft. Weil jetzt sagen die, alle Parteien, nein, wir wählen nur Vorgeschlagene. Aber wenn dann dort nicht einmal ein Bisheriger noch bestätigt wird. Und abwählen tut man sowieso niemand. Da hat der Pfister immer gesagt, nein, wir wählen den Käbe-Ding ab. Aber das haben sie schon bei mir auch gesagt. Also, man muss nicht hören, was sie sagen. Man muss schauen, was sie denken.
Also, jetzt sind wir gespannt. Aber jetzt können wir noch mal. Sie haben vorhin etwas gesagt, haben Sie leider unterbrochen, etwas Interessantes. Sie haben gesagt, wenn die bürgerliche Kraft hätten, ja, hätte man eigentlich Ihrem Vorschlag befolgt und hätte der SP gesagt, schlönt den anderen ja, vor. Man, ja, weil, wenn man sagt, wir wollen nur einen, der ihr vorschlägt, und es kommt etwas Unbefriedigendes, dann könnte man sagen, los, bringt noch einen Dritten. Aber nicht gerade aus dem gleichen Lager, aus dem extrem linken Lager. Und wenn das die SP gemacht hätte, dann hätte man können einen wählen, den sie vorschlägen. Und sie hätten auch den Sitz, oder? Mhm. Aber ob, jetzt ist es ja zu spät, das kann man nicht mehr machen, ein paar Tage voran, oder? Aber wohl, der Freddy Ehr hat gesagt, Eva Herzog, die sind ja schon mal vorgeschlagen gewesen. Ja, gut, aber für den Wahlgang ist sie nicht vorgeschlagen. Man kann natürlich nicht alles weit rausgehen und sagen, ja, jetzt wählen wir. Wie sagt Adam und Eva, ja. Ja, weil also. Für den Wahlgang ist jetzt, sind nur die zwei Fragen. Aber interessant ist doch gleich, was Sie gesagt haben, das sind die Nuancen, wenn Sie sagen, wenn die bürgerliche Kraft hätten. Ja, natürlich. Also nein, sie haben es nicht. Ja, dort mal, wenn ich schaue, die Wahlen vom Ritschab, vom früheren noch, der Hürlimann, der 73er Wahl, wo jetzt immer bist. Studi und so weiter. Da haben die zusammengegeben und gesagt, ja, also, wir wählen die und die SP wird mit denen auch fertig. Das war schon die Redensart. Und dann beim Motto Stich ist es dann fast ein bisschen übergeschwappt. Aber da hat die SP gesagt, nein, wir anerkennen den. Das ist demokratisch gemacht. Der Hubacher, ich höre noch, hat noch gesagt, ja, die Partei hat einen Landsturm aufgeboten. Das sind die alten Soldaten, oder? Die sind gekommen und gesagt, nein, der Stich, der gefällt uns. Der gefällt uns lieber als die, die er vorgeschlagen haben. Frau Uchtenhagen hat es machen, ja, oder? Ja, ja. Aber bei der SVP war es dann anders gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass die SVP-Basis einer Delegiertenversammlung eine ganze Kantonalpartei ausschließt. Aber wo man sieht, wie das gegangen ist hinten dran, dass sie da mitgemacht hat mit dem Hämmerli von der Linken und mit der Tabelle, hat sich am Schluss sich von der linken Seite alle ein bisschen aufgespielt. Sie sagen Drahtzieher gewesen, hat jeder wieder der Drahtzieher gewesen. Auf jeden Fall hat sie mit der Drahtzieher gemacht. Das hat die Basis nicht vertreibt. Und sie haben auch recht gehabt, muss ich sagen. Hinterher war das konsequenter gewesen als das, was wir gemacht haben. Ausschliessen hat man sie alleine können von der Schweizerischen Partei. Die Bündner haben die natürlich nicht wollen ausschliessen, weil die hat da in engeren Knäueln gehört. Dort. Das war noch nicht so eine demokratische Organisation gewesen. Und heute ist ja die SVP wieder die stärkste Partei im Kanton Graubünden. Die hat jetzt einen zweiten Sitz gemacht als einzige Partei. Also die Partei musste bei null anfangen. Also das Spiel, das falsche Spiel von der Linken mit der Frau mit dem Schlumpf ist nicht aufgegangen. Mhm. Am meisten genützt hat es der SVP. Wir haben innerhalb von einer Woche 12'000 neue Mitglieder bekommen. Und das haben sie nicht gedacht. Sie haben natürlich gedacht, jetzt ist der Block draussen. Und jetzt ist die Partei. Und wir haben uns sofort aufgefangen. Ich habe auch sofort mitgemacht. Sofort. Nein, jetzt wollen wir Safety Tent nehmen. Jetzt erst recht, oder? Aber Sie müssen gleich attestieren. Ich meine, nach Ihrer Abwahl war ja dann schon ein bisschen das Thema, auch ein bisschen befeuert von Ihnen, dass man sich an Konkordanz hält. Ja. Zuerst noch nicht gerade. Ah, ja. Wir haben ja zuerst gesagt, die Partei hätte die Opposition. Ja. Der Schmied hätte mich auch nicht können anerkennen, weil der Schmied hat gesagt... Ja, ein halbes Jahr lang 208 ist auch der SVP nicht vertreten gewesen. Und das haben wir auch gesehen. Ja. Das ist schwierig für eine konservative Partei, da Opposition zu machen. Der Schmied hat noch einzelne Parteimitglieder immer wieder zu sich ins Bundesratsbüro eingeladen und gesagt, ja, weißt du, das müsste nicht so extrem sein. Sie können Kaffee trinken und Zigarren rauchen und so. Also, sie haben es probiert. Und es hat auch einzelne in der Fraktion, die gesagt haben, nein, wenn der Schmied kann man doch wieder aufnehmen. Sag ich, aber, also, den haben wir schon von Anfang nicht wollen. Ist ja immer nur ein Parteimitglied gewesen, aber nicht brauchbar, oder? Ja, das ist ja nach der
Der Rücktritt von Herrn Ogi war ja, jawohl, ja. Ist ja von vorher ist ja gegen unseren Willen gewählt worden. Ja. Ja. Gehen wir noch mal zurück in die Realität. Letzten Dienstag hatten Sie eine Fraktionssitzung von der SVP. Jetzt war ja das sicher auch ein Thema. Ich weiß nicht, ich bin nicht gewesen. Also sind Sie nicht gewesen, ja? Nein, ich bin nicht gewesen. Nein, du bist hier. Also Sie haben die zwei vorstellen lassen und haben gesagt, wir reden erst am nächsten Dienstag da drüben, also einen Tag vor der Wahl. Wo man es und wer wo man es. Das zeichnet sich alle ab, dass man, wenn nichts anderes passiert, dass es so läuft, wie es jetzt ist. Und dann werden es dann weniger schlimm nehmen von denen zwei. Wer ist da? Ja, da weiß ich nicht sicher. Haben sie dann immer gesagt, ja, wir wählen den Frieden, wählen wir wahrscheinlich den Basler. Die Hans, ja. Der ist ja der Ältere, der bleibt nicht so lange. Ja, und Basel ist schon lange nicht mehr vertreten. Ja, also wir haben sicher nicht wahnsinnige Präferenzen für die linke Stadt Basel. Gut, aber Sie sind ja mal Chef von der Basler Zeitung. Ja, ja, Basler Zeitung, ja. Aber das war eine eher oppositionelle Zeitung. Ja. Also, aber Ihrem Vorschlag, eben, dass man der SP sagt, komm, jetzt bringen wir noch mal einen dritten, da hat die eben nicht gefruchtet, oder? Ja, ich habe auch nicht gesagt, Sie müssen den dritten bringen. Ich habe gesagt, die Möglichkeit besteht, aber dann müssen ja die drei bürgerlichen Parteien miteinander sagen, los, bringt noch einen. Denn die müssen ja stark sein. Und das ist ja nicht so. Weil keiner macht das. Auch die eigenen machen es wahrscheinlich nicht. Ja, aber sie wollen Bundesrat werden. Ja, erstens auch selber wollen werden und zweitens, weil sie sagen, der kommt wieder bei uns, gibt es dann auch wieder Gegenstimmen und so. Da wird alles berechnet, oder? Ja, aber es ist gleich noch eine interessante Konstellation, oder? Die Wahlen. Ja, gut, ja. Die Grünen gibt es ja auch noch, oder? Es ist eine interessante Konstellation, weil einfach, es ist wieder die Frage, wer hat das Anrecht für zwei Sitze, oder? Und die Freisinnigen haben ihre zwei Sitze. Sie sind zahlenmässig von den Wählern her ein bisschen stärker als die CVP. Also, muss man nicht wechseln. Und auch wenn man jetzt gerade hätte, wir haben etwa, also schon 1995 hätten wir das Anrecht gehabt auf den zweiten Sitz. Und im 1999 sind wir die stärkste Partei, die noch keinen zweiten Sitz bekommen. Und 2003 haben sie uns auch keinen Willen gegeben. Und immer gesagt, man wählt keine bisherige ab. Und vorher hat man es so gemacht, das sind alles so Spiele. Eben, Frau Metzler, das ist genau vor 20 Jahren. Ich glaube, heute oder morgen, vor 20 Jahren, wo Sie Bundesrat geworden sind. Ja. Das ist 2003. Drei, also, vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren bin ich geworden. Ja. Ja, genau. Und jetzt hört man ja oder liest man ja auch, eigentlich die SVP hat gesagt, Frau Metzler müsse zurücktreten, oder? Nein, das stimmt auch wieder nicht. Darum sage ich, die Presseeinfalt, die da besteht bei den Medien, die schauen die Leute nicht mehr an, die schreiben den Amt nur ab. Wir haben nie gesagt, Frau Metzler muss zurücktreten. Wir haben gesagt, wir überlassen es der CVP. Sie haben einfach einen Sitz zu viel. Und dann können Sie entscheiden, wer. Und Sie haben sich nicht können entscheiden, nicht wählen natürlich. Und dann haben gesagt, ja, nur der rausfliegt, fliegt halt den raus. Gut, Sie haben zuerst alle gar nicht gerade gedacht, dass es klappt. Ich habe auch nicht gedacht, ich habe auch gemeint, das ist nicht möglich, dass ich gewählt werde. Haben Sie wirklich gemeint, ja? Ja, natürlich bin ich überzeugt. Ja. Aber nach was passiert ist, bin ich halt gegangen, oder? Ja. Aber haben Sie für Erinnerungen an die Wahl? Ja, die eigene Partei hat natürlich Freude gehabt. Und ich selber gesagt, ja, jetzt Kopfartikel, jetzt musst du halt reinbeissen. Und mein erster Gedanke war, wie löse ich es? Das Unternehmerische hinten dran. Oder? Ich habe sofort gemerkt, das ist für meine Person eine Zäsur. Jetzt muss ich im Bundesrat, wer führt das Unternehmen mit 3'000 Familien, wo das Brot haben davon und wo es weitergeht. Und jetzt muss ich Kinder zusammennehmen. Ich bin gewählt worden, glaube ich, am 10. Dezember. Und sie haben verlangt, natürlich noch kleinlich verlangt, dass sofort muss ich alles abgeben, was auch klar war in der Führung. Aber ich habe noch nicht recht gewusst, was ich machen muss. Es ist eine Publikumsgesellschaft, Dems, börsenkotiert. Die hat Fristen zum Einladen von Generalversammlungen. Und diese Frist konnte ich gar nicht einhalten im alten Jahr. Also habe ich rechtswidrig gesagt, jetzt muss ich halt kürzere Fristen machen.
und auch auf den 31. Dezember eine öffentliche Generalversammlung gemacht zur Ablösung der Führung. Am Vormittag in Zürich habe ich sie gemacht und dann habe ich einen Präsidenten bestimmt, den ich kannte, den früheren Geschäftsleiter von der Maschinenfabrik Nevels, den ich kannte, oder? Und dann meine Tochter muss CEO übernehmen. Und als ich das der Tochter gesagt habe, der Frau Martullo, hat sie gesagt, du Vater, in 2 Monaten komme ich ein Kind leben, weißt du das? Und dann habe ich gesagt, also das habe ich nicht mehr gewusst, das erzählt sie mir, habe ich gesagt, ja, das macht dem Kind nichts. Also man hat gesehen, wir stimmen, wir sind rein, oder? Und nachher bin ich von dieser Generalversammlung. Und ich habe gesagt, wenn es angefochten wird, weil es die Frist nicht eingehalten wird, muss ich halt eine zweite machen, Ende Januar, mit der richtigen Frist. Das ist also nicht so schlimm. Dann bin ich auf Bern gefahren. 31. Dezember am Nachmittag. Und der Vorsteller war die Frau Metzler und die Angestellten da für eine Freude haben, am Silvester Nachmittag auf Bern, wo ja niemand mehr schafft am Silvester, müssen auch gesagt, ich kann nicht das Amt übernehmen, bevor die anderen da sind. Und dann habe ich das Amt übergeben. Das war eine frustige Angelegenheit natürlich. Begriff in dieser Situation, weil Frau Metzler ist ja weggewählt worden und das hat er auch wieder, ist klar. Und das hat mir auch leid an sich, oder? Weil wir ja niemanden wegwählen, aber wenn der CVP einfach sagt, wir haben den Anspruch, hätten wir müssen. Und dann habe ich das übernommen und habe gerade am ersten Arbeitstag, 2. Januar, habe ich gesagt, am Morgen um 8 Uhr, Führungsschulung die ersten 4 Stunden. Blocher Prinzip. Hat dann nochmal ein grosser Freude gesichtet. Ja, am zweiten schaffen wir doch noch nicht. Sag ich, im Kanton Bern ist ja das kein Viertel. Und dort weiss ich noch. Also, und ich habe alles gut durchgebracht. Das wäre ja dann mal zu untersuchen, oder? Ich habe gesagt, bevor ich gewählt war, In der Bundesverwaltung hat es 30% zu hohe Kosten und zu viel Stellen. Viel. Da könnte man ohne weiteres abbauen. Es hat auch viele Tätigkeiten, die es nicht machen sollte. Da habe ich am ersten Morgen gesagt, ab sofort gilt ein absoluter Personalstopp. Da darf im ganzen Departement, das ich habe, darf niemand eingestellt werden ohne meine Unterschrift. Wenn einer unten dran zum Beispiel einen Pförtner hat, der könnte und muss ersetzt werden, muss er halt auf dem Dienstweg eine Personalanforderung stellen bis zu mir. Und ich habe die ersten 3 Monate kein einziges Begehren bekommen. Und als ich das angeschaut habe, ist das jetzt, haben wir 120 Stellen weniger gehabt. Also auch die gegangen sind nicht einmal ersetzt worden. Dann habe ich gefragt, wieso haben die eigentlich keine Begehren gestellt? Dann haben sie gesagt, ja, das ist verdammt mühsam, da so ein Gesuch zu schreiben. Dann habe ich gesagt, ja, da sieht man, wie wichtig das ist, dass ihr jemanden einstellt, wenn ihr zu faul seid, um das zu schreiben. Und dann andere gesagt, und sie hätten es doch nicht bewilligt. Dann habe ich gesagt, der Test hätte ich jetzt noch gemacht, wenn ich sie wäre. So ist das gegangen und dann habe ich 4 Jahre, ja, also viel Erfolg gehabt, muss ich sagen. Ich hätte es nie gedacht und habe ja das meiste müssen gegen den Bundesrat. Das ist ja ein feindliches Verhältnis. Sie haben am Anfang, ja, das ist ja noch interessant gewesen, am Anfang haben Sie, glaube ich, auch umtelefoniert am Freitagmittag, ob die Leute rum waren. Ja, nicht nur. Ich habe am gleichen Morgen gesagt, der Missstand ist, die Leute, die mit der Verwaltung zu tun haben, Leute das Telefon, niemand nimmt ab oder man sagt, ja, der ist im Kaffee und läutet nicht zurück. Das sind ja enorme Missstände. Wir legen fest, weil ich hätte jedes Telefon mittragen können, das man umschalten kann. Es läutet auf keinen Fall mehr, ich glaube, als 5 oder 4 Mal, ich weiß nicht mehr, erst bei uns läuten. Und dann muss jemand abnehmen. Und wenn ein anderer muss abnehmen, weil der nicht da ist, kommt er eine Auskunft über und sagt, hören Sie, dann und dann läutet er Ihnen zurück. Und das habe ich prüfen lassen durch den Generalsekretär, der jemanden anstellen musste. Sie können jetzt jeden Tag 10 wahllos anrufen.
genau schreiben, wie wenn man jetzt geläutet ist, gegangen und so weiter. Und in einer Woche später sind wir wieder zusammengekommen. Der hat eine Volkskontrolle gehabt. Natürlich hat die Journalisten gesagt, ja, das ist der Führungsstil von Herrn Bloch. Er macht nur das, was er kann. Zum Beispiel kontrollieren, wie wenn man das gesellt hat. Der hat gar nicht gemerkt, wie wichtig das ist, was man Verbindung hat. Und das Schönste war, dass die kantonalen Ämter, in dem Departement ist ja Ausländerpolitik und alles gewesen, oder? Als Amt für Migration hat man ja viel mit den Kantonen Kontakt. Haben gesagt, was ist eigentlich passiert? Jetzt nimmt immer überall das Telefon ab und wir kommen Auskünfte über. Das haben sie ja gemacht. Ich habe dann gesagt, ja, das weiss ich nicht. Ich habe so ein bisschen abgespielt. Ja. Und man sieht, man kann schon mit der Führung etwas anbringen. Also, nochmal ein Tipp. 11. Auflage, Blocher-Prinzip. Das gute Weihnachtsgeschenk natürlich kann man bestellen bei www.münsterverlag.ch. 11. Auflage, Blocher-Prinzip. Ganz am Schluss noch, wir haben ja schon überzogen. Nächste Woche kommt ein grosser Film von Ihnen, 90 Minuten. Wie heisst er? Macht, Geld, Europa. Oder Reichtum, Macht, Europa. Ja, ja. 90 Minuten, muss man sagen. Fast, schon, ja, ist länger, gewusst, als, ja. Ich glaube, länger als der Napoleon-Film, der jetzt gerade im Kino läuft. Oder etwa gleich lang. Schweizer Fernsehen am 11. oder einfach noch am Tag von der Bundesratswahl. Kommt ja, der, ja. Kann auch länger sein als Napoleon. Ja, ja. Der Napoleon hat am Schluss verloren. Ja, ja. Oder? Und Sie bestimmen jetzt die Bundesratswahl. Nein, doch nicht. Ja. Nein. Nein, also nichts sagen. Nur ja. Nicht so etwas stellen bringen, nein. Dass ich noch gesagt habe, ja, ich bestimme quasi. Ich kann nichts sagen in dem. Ja. Ich bin zuhören. Ja, 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 klar. Und Sie haben Anregungen gegeben, sagen wir. Gut schauen. Also der Film, haben Sie ihn gesehen voran? Ist er gut? Ja, ja, Sie haben mir gezeigt. Ich habe zwei, drei Sachen, was falsch sind, das haben sie korrigiert. Und andere haben gesagt, das ist auch falsch, das haben sie nicht korrigiert. Da müssen sie halt selber tragen. Ja, ja, gut, aber ist ja gleich. Also 90 Minuten ist ja grossartig, Schweizer ja, Fernsehen. Gut, das brauche ich ja nicht, ich will ja nicht mehr Bundesrat werden. Ja, ja, klar. Ja. Und Sie haben keinen Waterloo gehabt. Ja, sie haben es noch gut versteckt. Ja. Kommt also am Tag der Bundesratswahl, zur Nacht am 11. bringen sie. Ja, ja, gut, aber da gibt es auch Wiederholungen auf der Mediathek, da ist das sicher auf grosser Sicherheit. Nächste Woche, wie gesagt, Bundesratswahl, redet darüber nächsten Freitag, plus der Film im Schweizer Fernsehen am Tag der Bundesratswahl am 11. Oder sie müssen noch schauen, halb 11 irgendwann. Und das war Tele Blocher, spannende Woche steht bevor. Hat mich gefreut, dass Sie dabei waren. Gutes Wochenende und bis dann.